Gott, heureusement. J'ai mon fils qui pense qu'elle me parle, il travaille pour lui des fois. Was war die Lage beim Eintreffen? Quelle était la situation à l'arrivée des premiers? Donc à notre arrivée, nous étions confrontés à un feu de scierie très important sur une surface d'environ 40 000 m² avec notamment 4 bâtiments, une surface entre 1500 m² et 8500 m². Also beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute halt, hat man ein großes Feuer in einem Sägewerk angetroffen auf einer Fläche von 40.000 Quadratmeter mit 4 großen Gebäuden. Entre 1500 m² et 8500 m². Zwischen 1500 und 8000 Quadratmeter Gebäude. Donc un feu très important, avec un très gros potentiel calorifique. Il y a eu un début de propagation à une dizaine de maisons d'habitation qui sont situées de l'autre côté de la route. Also ein sehr großes Feuer mit einer großen Hitzeentwicklung mit der also 20 private Wohnhäuser auf der anderen Seite der Ensuite, le feu s'est propagé à environ 3 à 5 hectares de forêts qui sont situées au nord-est du site et qui menacent la zone d'activité qui est à côté de l'entreprise. Es sind auch zudem 3 bis 4 Hektar Wald im Nordosten des Sägewerks betroffen gewesen mit einem, also es gibt auch dadurch dann, gibt es dann die Laminas, kann das angrenzende Industriegebiet kann auch heißen, auch ich suche das Wort. Geschützt worden natürlich? Nee, das war in Gefahr. War in Gefahr. War gefährdet. So. Wurden Menschen verletzt? Est-ce qu'il y avait eu des blessés? Alors, actuellement, il y a 200 sapeurs-pompiers et 90 engins qui combattent ce feu. Il y a eu quelques coups de chaleur. Quelques brûlures légères, mais aucun blessé qui n'a dû être évacué vers l'hôpital. Also, es gab, sind aktuell 200 Feuerwehrleute und 80 Feuerwehrautos im Einsatz. Es gab einige, Dehydrierungen, also das heißt, durch die Hitze. Waren ein paar Feuerwehrleute betroffen. Es gab eine leichte Brandverletzung, aber bisher musste noch niemand ins Krankenhaus gebracht werden. Wie lange werden die Mitarbeiter noch andauern? Plusieurs heures. On ne peut pas dire encore plusieurs heures. Donc, actuellement, nous ne sommes toujours pas maîtres du feu, nous ne le maîtrisons pas toujours. Nous le combattons pour défendre encore des bâtiments. Et il faudra encore plusieurs heures pour le maîtriser et après sûrement plusieurs jours de présence sur le site pour terminer l'extinction. Also es wird noch ein paar Stunden dauern. Das Feuer ist noch nicht in Kontrolle. Das heißt, es wird noch ein paar Stunden dauern, bis das Feuer unter Kontrolle ist und noch ein paar Tage Präsenz auf dem Gebiet einen zweiten Feuerausbruch.
Ja, also ich sage, wir haben morgen gegen 8 Uhr schon eine Vielzahl von Notrufen bekommen aus dem Landkreis Rastatt, von Anrufern, die dachten, es brennt in der Nähe des Rheins auf deutscher Seite. Parallel dazu haben wir quasi eine Information von der Feuerwehrleitstelle aus Straßburg bekommen, dass es hier eben in den Rotern in einem holzverarbeitenden Betrieb brennt. Die Rauchwolke war weithin sichtbar. Wir haben daraufhin dann auch auf der deutschen Seite die kommunalen Feuerwehren informiert und einfach auch mal abgeprüft, ob es denn zu Rauch- oder Geruchsbelästigungen kommt. Das war heute Morgen momentan nicht so. Und kurz danach kam dann auch die erste Anforderung der Feuerwehr oder von der Feuerwehrleitstelle Straßburg, dass, ich sage jetzt mal, Kräfte von der Feuerwehr Rastatt, der Feuerwehr Baden-Baden und dann in der Folge auch das Feuerlöschbuch der Berufsfeuerwehr Karlsruhe hier zum Einsatz kommen sollten. Als wir hier dann eingetroffen sind, da konnte ja auf Sicht anfahren, die Rauchwolke war ja weithin sichtbar, wurden wir quasi an der französischen Einsatzleitung in die Lage eingewiesen. Wir wurden dann dem Einsatzabschnitt 4 zugeteilt, haben dann auch einen Verbindungsoffizier zur Seite gestellt bekommen, damit wir quasi auch bilingual uns unterhalten können, das heißt die Sprachbarriere dann dementsprechend überwunden ist oder wurde. Und wir waren dann mit der Feuerwehr Baden-Baden und mit der Feuerwehr Rastatt hier im Gewerbegebiet nördlich von Modern eingesetzt, um dann auch zu verhindern, dass der Brand sich auf die Nachbargebäude oder das dortige Gewerbegebiet und in die angrenzende Vegetation ausbreitet. Bekanntermaßen ist es schon seit Wochen sehr trocken und es handelt sich ja auch um einen Holzverarbeitungsbetrieb mit einer sehr großen Fläche, wo nicht nur Gebäude, sondern auch das Holzlager in der Summe dann auch noch gebrannt hat. Also ich sag mal, wir dürften von Karlsruhe respektive Baden-Baden und Rastatt ca. 30 bis 35 Einsatzkräfte gewesen sein. Glücklicherweise haben wir noch keine Verletzten zu beklagen. Gleichwohl ist die Einsatzlage sehr herausfordernd aufgrund der hohen Außentemperatur, aufgrund der sommerlichen Bedingungen, aber auch aufgrund des Brandgeschehens in Verbindung mit unserer Schutzkleidung kann es durchaus vorkommen, dass man relativ schnell dann quasi auch ein großer Flüssigkeitsverlust hat und dann auch ein bisschen Kreislaufprobleme kommt. Aber glücklicherweise gab es bei uns noch keine Verletzten zu beklagen. Écoutez, là vous me servez ça. Est-ce que ça vous dérange de remettre tout dans la caisse? Est-ce que je ramène quelque chose à mon frère ou pas? Enfin, s'il ne va pas venir, c'est Alexandre, c'est Hulme Alexandre de la Réna. C'est lié, tu sais. C'est riche.